Hallo Gartenfreunde, ein neues Video, Backen. Ich hatte ja gesagt, ich wage mich mal an die Cremetorten ran. Da habe ich mir heute gebacken, ein Biskuitkuchen. Also erstmal die Form. Das brauche ich nicht, das Oberteil. Daraus machen wir russische Kartoschkis. Heißen so die Dinger. Wie das geht, in diesem Video. Was kommt mal die Meise? Kartoschkis. Freunde, als erstes machen wir die Creme. Habe ich hier Milch, Malaka, Zucker, Sacher und ein Ei. Dann habe ich ohne Schale. Nur die Eizer. Jetzt tun wir es erstmal kochen. Aufkochen, rühren, dann abkühlen lassen wieder. Dann geht's weiter. Zeig das lieber. Falls ihr welche gibt, die nicht verstehen. Unterrühren. Aufkochen lassen. Wenn wir hier eine rühren, haben wir hier ein gekochtes Ei drin. Jetzt aufkochen, ungefähr 2 Minuten kochen lassen, dann abkühlen lassen. Was dann? Hulatner. Jetzt hat es gekocht, aufgekocht. Sieht aus wie Vanillepudding oder Vanillecreme. Auch etwas dick. Und schmecken jetzt süß. Ötchen Slatka. So, jetzt lassen wir das abkühlen, ab und zu mal umrühren, damit sich keine Haut bildet. In der Zwischenzeit nehmen wir unseren Deckel hier von unseren Biskuitboden und machen hier kleine Stücken draus. Sozusagen zerbröseln. Ja, ein paar können sehen, wie ich hier die Dinger zerbrösle. So sieht das dann ungefähr aus. Klein gebröselt. Sollten sie ca. 250 Gramm sein. Biskuitboden. So. Als nächstes müssen wir noch eine Buttercreme machen. Die Butter tun wir jetzt mit dem Mixer verquirlen. Mache ich, sonst sind sie laut. Wenn wir es durchgerührt haben, kommt ein Päckchen Vanillezucker rein. Und weiterrühren. Michowatsch. Als nächstes tun wir unsere Milchmasse in die Butter rein.
Schrittweise. Also, mal etwas. Nicht alles mit einmal. Etwas, dann mit der Butter verrühren. Mache ich erstmal alles. Immer nach und nach dazugeben. Nächster Schritt. Nehmen wir erstmal 3 Löffel weg. 3 Löschker. Stellen die in den Kühlschrank. Gulatinik. Brauchen wir später. Jetzt unser Biskuitboden hier rein. Und so kneten das alles. Und Mischewatsch. Na, erstmal haben wir alles zu einer Masse zusammengerührt hier. Den Keksbrei. Und jetzt kommt das, warum das Kartoschkis heißt. Jetzt formen wir aus der Masse sozusagen Kartoschkis. Wir legen die auf einen Teller oder Backblech, egal was. Kommt eigentlich dann noch in den Kühlschrank. Sind noch nicht fertig. Kartoschkis. Macht ihr erstmal fertig hier. Die Kartoschkis kommen jetzt erstmal für 30 Minuten in den Kühlschrank. 30 Minuten Uladinik. Dann geht's weiter. Weiter geht's, Kartenfreunde. Habe ich hier Butterzucker, Kakao und hier Kokosflocken gemischt. Jetzt nehmen wir unsere Kartoschkis und drehen die hier drin herum. Reinkneten. Ja. Legen die wieder beiseite. Eine machen wir noch. Dann kann ich noch bös Butterzucker und Kakao nehmen. Aber ich habe wenig Butterzucker. So, ich mache mal weiter. Dann kommt der letzte Schritt. Hat gerade so gereicht. Schon mal einen probiert. Also, für Diabetiker ist das nichts. So, jetzt nehmen wir unsere Spritze und machen hier noch eine kleine Verzierung drauf. Die geht besser. Die andere ging nicht richtig. Jetzt geht die wieder nicht. Ja, geht. Kleinen Kleckserlauf hier. Ja, funktioniert. Na.
Wenig richtig. Also drei Löffel sind viel zu viel. Ein Haufen übrig. So, jetzt kommt die wieder bis zum Verzehr in den Kühlschrank. Gartenfreunde, wir haben mal zum Finale kommen. Zur Probe. Licht anmachen. Wenn ihr was seht. Gott, Freunde. Mach mal Käfchen dazu nehmen wir. Bei den süßen Zahn. Kartoschkis. Russisch Kartoschki. Also, sag gleich, für Diabetiker ist das nichts. Also, geschmacklich wunderbar, eigentlich nur fehlt. Auch mit dem Kokos drumherum. Schmeckt sehr gut. Aber auch sehr süß. Die lieben ja die Süßigkeit hier. Warum haben die alle so einen Kessel? Da habe ich ja noch einen halben habe ich noch. Muss ich noch einen backen, dann habe ich dann drei. Daraus machen wir eine Kaffee-Creme-Torte. Da lieber gibt es ein anderes Video. Muss ich morgen erst nur einen backen, dann kommt ein anderes Video. So, guten Freunde, das war das süße Zahn. Wie immer, einen Daumen nach oben, würde mich freuen, abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Gerne einnehmen. Paka, paka. Komm. Bitte.